Shalom, Shalom. Heute komme ich mit Werbung. Ihr Lieben, auf Weihnachten, ich finde einfach, wir sollen sinnvolle Geschenke geben. Das erste wäre wunderbar, wenn ihr dem lieben Gott ein Geschenk auf Weihnachten gebt, und zwar, dass ihr ein Kind in Uganda sponsert. Und leider haben wir sehr viele Stornierungen von Sponsoren, die in finanzielle Krisen geraten sind. Aber wenn es dir möglich ist, dann bitte sponsere ein Kind in Vision for Africa, das sonst keine Chance hätte, in die Schule zu gehen. Und wir haben schon jetzt bis jetzt 18.000 Kinder eine Möglichkeit gegeben, aus totaler Armut auszubrechen und jemand zu werden und zu sein. Und wir sind so glücklich über die Erfolge, die viele dieser Kinder haben, dass sie wirklich das ernst nehmen und sich freuen, dass sie eine Gelegenheit haben, aus einem Leben, das sinnlos war oder für sie hoffnungslos, endlich Hoffnung zu bekommen. Und wir fördern die Kinder vom Kindergarten bis zur Universität, aber ich pushe nicht die Universität, sondern ich fördere sehr das Handwerk, denn Gott sagt, er wird die Arbeit unserer Hände segnen. Und dazu, zu der Information, bekommt ihr alles auf unserer Website. Und wir werden hier jetzt eintippen, unsere Website, wenn ihr die anklickt im Computer, dann findet ihr auch das Anmeldeformular für eine Patenschaft. Und das schickt ihr dann nach Imst und von dort werdet ihr dann eine schöne Mappe bekommen mit Informationen über Uganda und auch ein Kindlein wird euch zugeteilt werden mit Fotos, mit Lebensgeschichte und du kannst selbst entscheiden, wie viel du monatlich beitragen möchtest. Also der Betrag ist offen für dich. Aber wir brauchen für Kindergarten schon brauchen wir ungefähr 30 Euro. Aber viele unserer Kinder sind eben im Internat und deshalb ist es etwas teurer. Aber um 30 Euro bekommt das Kind alles. Uniform, Essen und eben die nötigen Schulmaterialien. Aber in den höheren Klassen, also zum Beispiel dann in der Volksschule und Mittelschule und Universität, steigert sich der Preis. Aber wir wollen es dir überlassen. Frag den Herrn, wie viel soll ich investieren in ein Kind in Uganda, das sonst keine Gelegenheit hätte, zur Schule zu gehen? Und wir freuen uns unwahrscheinlich. Dann hätte ich noch ein Angebot, und zwar vom 12. bis 22. Februar, kommenden Februar, kannst du 9 oder 11 Tage am Toten Meer bei einer Konferenz teilnehmen in Israel über Glaube, Heilung und Gebet. Wir werden es noch einscannen. Und zwar wird dort sein der Pio Rufai von der Taube in Heidelberg, dann der Pastor Daniel Exler von Strahlender Freude in Pforzheim und ich. Und wir freuen uns sehr über diese Zeit. Wir waren vor 3 Jahren schon dort und haben dort eine große Konferenz gehalten. Und es war wirklich die Gegenwart Gottes spürbar. Ja, Israel, die gesamte Weltgeschichte ist an das Land Israel gebunden, an das Volk, das Volk der Juden gebunden. So, wenn du jemandem eine Freude machen möchtest, mit so einer Reise im Februar, die sind nicht billig, aber wir haben die Preise nicht gemacht, ich habe gar nichts zu tun mit den Preisen. Israel ist zurzeit das teuerste Reiseland. Und der Flug ist auch schon inbegriffen. Aber ich sage dir, du kannst schreiben an, Moment, das Kontaktbüro ist in Heidelberg. Wo steht das jetzt? Das werden wir auch einscannen. Reisen@dietaube.org. Also reisen@dietaube.org. Da würdest du alles bekommen. Aber das werden wir jetzt auch einscannen. Ich würde mich sehr freuen, dich in Israel zu begrüßen und mit dir dem Herrn zu dienen, den Herrn zu suchen, den Herrn zu loben, den Herrn zu erleben. Alles Angebote, du betest und du fragst den Herrn, was für dich dran ist. Shalom, Shalom.